Der Blick geht in leere, in müde, in ausgemergelte Gesichter. Knapp 100 ukrainische Soldaten, seit Monaten in einem Militärcamp mitten im Wald stationiert. An diesem Nachmittag können sie zum ersten Mal seit einer Ewigkeit kurz abschalten, bei einem Privatkonzert mitten im Krieg. Die Idee kommt von Sänger Kolja Serger. Der 33-Jährige hat sich zu Beginn des Kriegs mit anderen Musikern zusammengetan, um der Armee zu helfen. Bei den Auftritten versuchen sie, auf die Eigenheiten jeder Soldatengruppe einzugehen. Diese Männer sind Artilleriekämpfer, vor wenigen Minuten von der Front zurückgekehrt. Deshalb tragen sie eine Art Schutzschild. Um das zu durchbrechen, nehme ich mir Einzelpersonen raus, versuche sie mit Blicken und Gesten aufzubauen. Die Konzerttermine streng geheim. Den genauen Standort der Truppe haben die Musiker erst knapp 2 Stunden vor ihrem Auftritt erfahren. Bis zu 4 dieser Untergrundkonzerte spielt die Band jeden Tag und hofft damit einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Truppe auch in schwierigen Zeiten immer motiviert bleibt. Am Ende stehen Soldaten und Musiker gemeinsam auf der Bühne, stimmen die Nationalhymne an. Hinterher glückliche Kämpfer. Ich mag die Musik, mir hat das etwas zurückgegeben. Das Gefühl zu klatschen, den Rhythmus zu spüren, das habe ich in den letzten Monaten vermisst. Nach mehr als einem halben Jahr Krieg vergisst man, dass es in dieser Welt noch so etwas wie ein normales Leben gibt. Dieses Konzert hat mich daran erinnert. Viele der Songs handeln von der Familie. Wenn wir Soldaten sie hören, wissen wir, dass da draußen jemand auf uns wartet. Nach dem Auftritt bleiben Kolja Serger und seine Kollegen noch für Selfies da. Die Hoffnung, dass sich der Effekt der Motivationskonzerte auf Social Media vervielfältigt. Müde werden die Musiker nicht, sie wollen weiter singen, solange die Russen weiter schießen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.